Das war's schon. Wo wollte ich jetzt denn hin? Ah, genau. Die Richtung. Strahl ausschalten, natürlich. Was ist hier? Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Okay. Ach so. Ah. Okay. Verstehe schon. Okay, alles okay. Aber wollen wir nicht... Na, Moment mal. Nein. Das geht sicher anders auch hier. Da gibt es sicher eine Möglichkeit, hier raufzukommen, weil das habe ich oben Kisten gesehen. Das heißt, wir müssen irgendwie hier raufkommen. Und das geht sicher mit diesem Steg auch. Nur die Frage, wie? Abgesehen davon, dass wir natürlich so zum Strahler kommen, aber ich will ja eigentlich dorthin. Es kann nicht sein, dass da oben Kisten stehen und wir kommen nicht hin. Also das... Das halte ich für ein Gerücht. Mach ich mit links. Nicht übertreiben. Das wird wehtun. Gib auf dich acht. Wurde schon ungeduldig. Wir haben mit Fertigkeiten Impulsiv auf den machen. Schockschuss auf den hier. Wenn ich ihn treffen würde. Da geht noch was. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Lassen wir das mal so. Nicht zu viel verschwenden von den Tränken hier. Die Pre-Order-Sachen gibt's hier, und zwar wenn du ins Menü gehst. Moment, ich muss kurz die Kamera ausschalten. Im Menü gibt's unter System DLC. Wenn du die Codes eingegeben hast, müssten sie alle Pre-Order-Bonus-Summons müssten hier auftauchen. Und wenn du sie drauf, wenn du drauf drückst, landen sie automatisch im Inventar. Auf dem Savegame natürlich. Das heißt, das müsste so funktionieren eigentlich. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Ich würde nur gern wissen, wie ich jetzt an die Summon-Materie komme. Also zurück zum Abschnitt H1. Weil die wollten wir eigentlich schon noch haben, ne? Abgesehen davon, dass wir hier noch die Kiste nicht vergessen dürfen. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Schilder ordentlich zusetzen, ist das die... Ein was? Ein magischer Armreif? Der vor Magie schützt. Physische Abwehr. Aha. Ja, will ich nicht. Ich kann den. Ich kann dem Cloud geben, ne? Aber das. Physische Abwehr minus 10. Nein, das ist nicht gut. Beste Medizin für Sie. Ja, ist der Abschnitt eins? Zum Glück bist du für Wedge eingesprungen, Cloud. Okay. Also schauen wir mal, ob wir die Summer Material noch auftreiben können. Ich glaube schon. Was ich nicht verstehe ist... Kann ich da wirklich nicht her jetzt? Gibt es da keine Möglichkeit raufzuklettern? Nein, oder? Die sind so verlockend, diese Kisten da oben. Okay. Daneben nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass es hier nicht drauf geht, aber... Kann mich auch irren. Hier zurück. Wo treffen wir uns denn mit Vix? Am Durchgang zum Marco-Reaktor. Vix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei
unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen. Das H1, okay. Also wir wollen eigentlich darüber irgendwie. Da drüben ist ja die Materie, ne? Aber... Wie? Moment, wenn wir den Aufzug fahren... Ah, da kommen wir... Ah, da drüben wahrscheinlich, okay. Ich verstehe schon, ja. Wenn wir jetzt erstmal rasten hier. Schauen wir mal, wie es uns mit unserem Vorrat ausschaut. 29,19, das ist auf jeden Fall genug. Also da brauchen wir nicht einkaufen gehen. Kann ich da jetzt rüberfahren? Und da drüben gibt es wahrscheinlich dann die Sammelmaterial, ne? Ja. Wo geht es hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel. Barrett sollte dann in den Chor beitreten, oder? Super toller Bariton, ne? Also. Da scheint es raufzugehen. Ups, so nicht. Natürlich nur, wenn ich mich nicht verlaufe hier und nebenbei einen Chat schiele, dann nicht darauf achte, wo ich hinlaufe. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Das heißt, wir schalten jetzt die Ventilation aus und dann können wir die Materie einfach holen. Okay, verstehe schon. Ja. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Okay. Nichts überstürzen. Überlass das mir! Das wird doch nichts. Das war natürlich ziemlicher Fail hier. Jetzt erst recht. Hier kommt Barrett! Okay, Blitz auf den hier. Übernimm mal! Ich übernehme. Fertigkeiten impulsiv. Dann übernimm! Auf Onkel Barrett ist mal. Jetzt hab ich dir das an. Hinter! 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 Du bist am Zug! Ich zähl auf dich! Ich kann noch kämpfen! Ich zieh mich zurück! Nein, ich will... Da stehen wir durch! Nein, geh weg! Okay. Das Ventilationssystem wird reaktiviert. Das ist nichts gut, oder? Ist kurz verschlafen. Ich übernehme. Wir schaffen das. Ja. Kein Risiko angehen. Jetzt kommt dran. Okay, ich muss die Tür hier aufmachen, ne? Okay. Ventilationssystem derzeit in Betrieb. Ja, okay, ich verstehe schon. Entsperrung nicht möglich. Passt. Was ich jetzt mache, ich muss wieder umstellen, leider. Geht leider nicht. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass ich mit rechts und links, das geht einfach nicht. Also erstens einmal will ich hier mal einkaufen gehen und mir die Musik holen. Elektrik der Chocobo. Dann werden wir hier nochmal rasten. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal probieren.
Moment mal. Hier resette ich wieder, oder wie? Ja, okay. Alles klar. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Ich bin bereit. Übernimm du. Los, gib alles. Das hier. Ich zähle auf dich. Roger, ich übernehme. Los geht's. Dann übernimmt es nicht. Hier kommt Bell. Auf die Trail. Du bist am Zug. Das war's dann wohl. Ja, war viel einfacher als vorher. Kann es sein, dass man, wenn man es beim ersten Mal schafft, dass man etwas Besseres bekommt, also eine bessere Belohnung, weil der erste Kampf war eindeutig schwieriger. Ich meine, man bekommt auf jeden Fall wahrscheinlich die Summon Materia hier. Chocobo. Okay. Wunderschön. Ja. Frag mich, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. Renzo, hattest du die gleichen Gegner hier oder waren es andere Gegner? Schauen wir mal, ob es noch irgendwas zu finden gibt hier. Gibt es nichts mehr. Da gibt es noch eine Kiste, nicht vergessen. Super Dreieck. Ifrit habe ich schon vorher bekommen von Jesse. Das hat sie uns gegeben dafür, dass wir helfen bei ihrem Sektor 7 Projekt, sagen wir so. Also das, jetzt haben wir Chocobo bekommen, ne? Apropos, wenn wir gleich ausrüsten. Wer hat da noch was anderes? Karfunkel, Ifrit, Kaktor. Den nehmen. Chocomog. Ja. Okay. Das war ganz gut. War ganz lustig. Ich glaube, wir sind jetzt auch quasi fertig mit dem Abschnitt, ne? Viel kann nicht mehr kommen, glaube ich. Vielleicht kommt noch ein Bossgegner hier, aber ich glaube eher nicht. Also. Wird mir mehr früh vorkommen hier. Ich brauche hier den Schalter. Ah! Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf nimmer Wiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Am Anfang war Barrett noch ganz positiv eingestellt gegenüber dem Labyrinth und jetzt ist er schon das scheiß Metalllabyrinth, okay? Jetzt kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Kommt zu mir. Keine versteckten Kisten hier. Dammit. Unser Punkt der Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Machen wir den Alpha-Laser mal. Oh, da gibt's neue Gegner. Los, gib alles. Lass mich mal. Ich bin bereit. Nur kein Übermut. Okay, Raketenwerfer kennen wir schon.
Seine Schockleiste wird nur durch elementneutrale und blitzelementare Magie gefüllt. Bei blitzelementarer Magie lässt sich die am schnellsten füllen, ist eh klar. Ja? Aber Proto-MG. Ah, das ist im gleichen drin wieder. Okay. Das sind die gleichen Gegen. Wie? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Das tut jetzt schon weh. Nein! Ich war fast fertig mit dem Blödsinn hier. Oh. Tiefer Gegenstände. Nein, ich will ja nicht nur einen Heiltrank verwenden. Auf sich selbst. Da hinten ist die MGE. Verstehe schon. Okay, Blitz. Mir reicht's jetzt. Er stirbt nicht mal durchs Limit. Überstürzen. Na gut, ich versuch's. Wie schmeckt dir das? Oh, ich hab schon Vitra. Haha, okay. Ach, das tut gut. Ist das alles? Vergiss es. Okay. Ich habe irgendwie die zweiten Gegner hier nicht gesehen, dass die auf deiner Plattform, dass die auf einer Plattform sind, die hier außen steht. Das war irgendwie nicht so wirklich ersichtlich für mich, wie ich die Analyse gezaubert habe, weil ich einfach zu nah vor einem Gegner gestanden bin. Okay, also rauf hier. Ah, Schächte krabbeln, na toll. Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Guter Rat. Ich muss sagen, dieser ganze Abschnitt hier ist natürlich auch im Originalspiel vorhanden, indem man kurz bevor man in den Reaktor 5 reinkommt, muss man auch über so Plattformen gehen. Ganz kurz nur. Es ist nur ein Screen. Und da gibt es Leitern in so Schächte rauf, wo man zuerst Jesse trifft und dann Wedge trifft. Das ist jetzt ein Abschnitt, der hat fast eine Stunde gedauert. Okay. Also haben sie gut ausgebaut. Und es hat auch sehr organisch gewirkt und es hat viele neue Sachen erzählt. Also bin beeindruckt. Ich find's cool. Ich bin nervöser als erwartet. Werde ich auch nie los. Probieren wir hier mal Vita. MP aus. Bert braucht hier keine MP. Hoffentlich. Vielleicht kriegen wir auch bald wieder eine Bank. Schauen wir mal. Das war. Cloud? Das war knapp. Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen. Haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Biggs! Ich wusste auf dich, es verlassen! Und wo sind die anderen? Biggs? Also Jesse wurde verletzt.
Oh nein. Flappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Die Neid. Ja, das ist so lustig, ja. Da muss man Gift draus machen. Erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Oh, Sturmgewehr! Die ganze Arbeit gelastet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Und tschüss. Gut, dann legt mal eure Seilfinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Ich würde gerne mal wissen, was Wedge jetzt gemacht hat. Ah, was Bix jetzt gemacht hat. Hat er jetzt 3 Stunden lang das Gitter von diesem Schacht rundgeschraubt, oder wie? Okay. Ich glaube, das war's für heute. Wir machen natürlich den Anfang von dem Kapitel noch fertig, aber dann wird's also dabei sein. Noch ein weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja, sind fast am Reaktorkern. Dann los. Okay, schauen wir mal, ob hier irgendwas noch ist. Auf der ersten Plattform wahrscheinlich nicht. Wir gehen da vorne und springen dann runter, aber das machen wir nächstes Mal. Wir tun jetzt noch kurz. So kurz vor dem Bossfight? Nee, oder? Es dauert noch einige. Dauert noch ein bisschen, bis wir beim Airbuster sind, oder? Oh, Barretts. Erstens einmal wollen wir bei Barretts. Moment. Sturmgewehr. Ja. Okay, doch nicht so lange. Okay. Ich dachte, es kommt jetzt noch einiges. So, das ist eigentlich das gleiche wie immer. Schaden von normalen Angriffen. Erlitt nur physische Schaden beim Block minus 10. Längere Buffs selbst. 10%. Statusresistenz. Physische Attacke, magische Attacke. Das ist immer sehr ähnlich bei ihm. Ich werde das jetzt so machen, dass es. Dass es eher auf Angriff gestylt ist. Magische Attacke nicht. Physische Attacke. Ah, Moment. Eigentlich. Er ist nämlich gut mit Zaubern, eigentlich. Weil er ist nicht so wirklich gut mit Zaubern. Leider. Hier werden wir. Schaden von Angriffen plus 5. Längere Buff, Statusresistenz. Dann machen wir nur den Schaden von Angriffen. Schaden von normalen Angriffen. Magische Attacke 6, physische Abwehr 8, TP Maximum. Immer. Hohen TP, magische Attacke 5. Physische Attacke 6. Dann haben wir noch 6 Punkte. Länge Selbstbuffs oder magische Attacke 6. Mal, wenn man die magische Attacke 6 mal. Machen wir es mal so. Dann können wir bei dem Gewehr auch noch schauen, was los ist.
Wir haben 10 Punkte. Können auch eine zusätzliche Material nehmen. Das heißt, das werden wir auch machen hier. Machen wir es so. Dann wird er ja unser Zauberer eigentlich. Und wir werden die neue Waffe bei. Ups, wir werden die neue Waffe bei nicht ausrüsten. Bei ihm nicht ausrüsten. Oh, wir haben. Seit wann haben wir die Schlagringe bekommen? Aber jetzt erst, oder? Okay. Wobei, wir brauchen die neue Waffe für die neue Fähigkeit. Okay. Okay. Das machen wir nicht. Physische Attacke 6. Ui. TP Maximum. Physische Attacke 10. What the fuck? Physische Attacke 10 ist natürlich das, was wir hier nehmen werden. Von diesem alten Roboter vorhin. Das heißt, ich hätte ganze Zeit schon ihre Schlagringe verwenden können. Okay, Schlagringe, damit sie auch morgen noch kraftvoll zuschlagen können. Zusatzangriff. Wiederholte Angriffe mit dieser Fähigkeit erhöhen die Chance, den Gegner einzuschüchtern. Ist auch cool, weil das, da können wir den Gegner schneller irgendwie staggern. Das ist das, was ich mir eigentlich wünschen würde. Oh. Ich glaube, die wollen, dass man da viel Schaden macht, oder? Schaden von normalen Angriffen. Okay, ich sehe schon. Nehme da mal den Material Slot und dann den Rest einfach in physische Angriffe, ne? Machen wir zuerst die hier. Physische Attacke 8, die kostet 8. 4, die kostet 4. Ja, das heißt, das ist eigentlich egal. Ich kann gleich von vorne anfangen, von hinten anfangen. Bringt mir alles gleich viel irgendwie. Nein. Ist auch gut. Okay. So, das heißt, wir werden jetzt einfach die Schlagringe anlegen, weil da gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Wieso sind da so viele Minus jetzt drauf? Ah, das ist die ganze Magie, die Minus ist, aber physische Angriffe 35. Wow. Okay. Jupp. Übernehmen. Ein Sturmgewehr. Jupp. Dann werden wir hier den Kraft auf den Cloud nehmen. Und wenn wir den Cloud jetzt auf unseren Caster umbauen. Achso, wie geht das hier? Alles neu austeilen hier. Cloud wird wieder die Eisenklinge verwenden. Die Ohrringe haben wir schon. Wir werden den Sternenreif anlegen. Zahlt sich da der magische Angriff aus? Nur magische Abwehr plus, aber das ist nicht so toll, glaube ich. So, Eisenklinge haben wir schon. Dann werden wir da noch die entfernen. So, er soll jetzt der sein, der heilt. Und Barrett wird wahrscheinlich der sein, der die Elementarangriffe macht. Das heißt, wir machen nochmal Heilung. Wir machen auch das große Gewitter hier. Bei ihm. Wir machen noch die Barriere bei ihm, glaube ich. Ja, ist das gut? Weiß nicht. Ja.
Und wir machen Analyse, bleibt bei ihm. Dann haben wir noch. Wir nehmen bei ihm noch Wiederbelebung, glaube ich. Nehmen das tiefer weg hier. Wie kommt es eigentlich, dass da noch Material ausgerüstet ist? Das sind in anderen Waffen drinnen, ne? Ja, natürlich. Vergesse ich immer, dass ich die ausrüsten. Also, dass ich die eigentlich. Wegnehmen sollte hier. Ja, ist hier angelegt, okay, passt. So, er macht jetzt Blitz. Und macht hier den Elementartypen hier. Dann nimmt sich er wahrscheinlich die Schärke, glaube ich, und behandeln, glaube ich, oder? Weil dann haben wir wieder so wenig Elementarzauber. Wir haben hier Blitz, heilen Gewitter, wiederbeleben, Barriere, Gewitter. Wir müssen hier Glut mitnehmen. Wir nehmen nicht Glut, wir nehmen Frost mit. Frost ist gut oder schlecht, weiß ich nicht. Ja, nehmen wir Frost mit. Und Tifa nimmt dann Luft mit. Sie nimmt mit Behandeln. Nimmt auf jeden Fall gut. Luft. Und dann haben wir hier noch. Sie bekommt den TP-Boost. Er braucht noch so einen MP-Boost. Das heißt, wir nehmen Wiederbeleben ihn weg. Und geben wir das. Das ist Blödsinn eigentlich. Ihm geben wir den MP-Boost. Und Tifa hat den TP-Boost und sie bekommt Wiederbeleben. Ist auch okay, ne? Das ist jetzt nicht verteilt. Einmal Glut, das ist okay. Einmal Gewitter ist okay. MP-Boost ist jetzt immer noch. Also das ist der zweite MP-Boost, der ist nicht verteilt. Ah. Wenn ich das stark auf einem Enden. So, der Gewitter und Frost. Ja, das zahlt sich vielleicht sogar aus. Er hat den großen MP-Boost, oder? Bald aufgeht. Sehr gut. Ich glaube, das ist es jetzt gewesen. Die sind auch schon fertig, beide. Sehr gut. Okay. Da können wir nicht. Ah, da können wir noch die Eisenklinge upgraden. Machen wir auch noch. So, wir haben 10 Punkte. Da ist 6, 6, 8. Was haben wir hier? Physische Abwehr, TP-Maximum. Physische Attacke, magische Attacke. Wir sollten die magische Attacke hier. Etwas mehr forcieren, glaube ich. Dann ist so. So, schauen wir uns den Status jetzt mal an. 115 Magie ist okay. 99, 84, das ist super. Die tun zwar auch zaubern, aber hauptsächlich zaubern sollte jetzt Cloud. Er hat die meisten HP, sie hat den TP Plus, ne? Hat sie. Tifa hat jetzt TP Plus drinnen, ne? Ja. Das heißt, sie. Das ist ja richtig verteilt, okay, passt. Klar, hat den MP Boost drinnen für 48 MP, das ist auch gut. Die Ohrringe sind auch drinnen. Sternreif ist drinnen. Ich glaube, so passt das, ne? Okay, auch wenn es jetzt nicht allzu weit sein wird, wahrscheinlich bis zum Airbuster, weil wir heben uns das für morgen auf. Coole Lichteffekte übrigens. Wir schauen noch darüber, ob es eine Kiste gibt. Gibt's noch nicht, aber. Nein, gibt's keine Kiste. Gut, dann speichern wir hier.
Und wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen hier an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Wie immer viel Spaß und schönen Abend. Gute Nacht.